In 7 Schritten zum perfekten Uhrenfoto. In diesem Video zeige ich dir, wie du in 7 einfachen Schritten ein perfektes Uhrenfoto erstellst. Bestimmt hast du auch schon mal deine eigene Uhr fotografiert und warst mit den Ergebnissen nicht wirklich zufrieden. Oder du hast dich gefragt, welches Licht ist am besten geeignet und welche Kamera plus Objektiv sollte ich benutzen. Bevor wir aber mit Schritt 1 anfangen, hier noch eine kleine Ausrüstungsliste, welche dir die Arbeit sehr erleichtern wird. Erstens eine Kamera mit Makroobjektiv oder dein Smartphone, ein Stativ, drittens eine geeignete Lichtquelle, viertens eine Zahnbürste und etwas Spülmittel, fünftens Fingerlinge oder Handschuhe und sechstens natürlich eine Uhr. Schritt Nummer 1 für das perfekte Uhrenfoto ist eine saubere Uhr. Fingerabdrücke, Fussel und Staub finden schnell ihren Weg auf die Uhr und meistens merkt man das erst, wenn man die Uhr perfekt eingerichtet hat und das Licht pingelig ausgerichtet ist. Dann die Uhr wieder aus dem Aufbau zu nehmen, um sie zu säubern, ist meistens ärgerlich und man sollte das im Vorfeld vermeiden. Der einfachste und preiswerteste Weg, deine Uhr wieder sauber und schön glänzend zu bekommen, ist eine weiche Zahnbürste, fließendes Wasser und etwas Spülmittel. Schaue als erstes, ob deine Uhr ausreichend wasserdicht ist. Reinige sie zuerst mit warmem Wasser und nachdem du etwas Spülmittel hinzugefügt hast, kannst du vorsichtig deine Uhr reinigen. Danach einfach mit einem Küchenpapier die Uhr abtupfen und mit einem Föhn ohne Hitze trocknen. Eine gute Zahnbürste habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schritt Nummer 2 für das perfekte Uhrenfoto ist das Arbeiten mit Handschuhen oder Fingerlingen. Der Schritt Nummer 1 ist natürlich komplett sinnlos, wenn wir die saubere Uhr mit den bloßen Fingern anfassen, da sich direkt wieder Fingerabdrücke einschleichen, die in den Makroaufnahmen leider sofort zu sehen sind. Die einfachste Lösung, damit die frisch gesäuberte Uhr sauber bleibt, sind Fingerlinge oder Handschuhe. Bei Handschuhen sollte man weiße Baumwollhandschuhe vermeiden, da sie gerne mal Fussel auf der Uhr hinterlassen. Am besten haben sich hier Fingerlinge oder hochwertige Präsentationshandschuhe bewährt. Man kann diese Fingerlinge für wenig Geld direkt online bestellen. Ich habe dir natürlich einen Link zu Fingerlingen direkt in die Videobeschreibung gepackt. Schritt Nummer 3 für das perfekte Uhrenfoto ist das Arbeiten mit weichem Licht. Um die Perfektion und die Details der Uhr voll zur Geltung zu bringen, sollten wir unbedingt weiches Licht einsetzen. Uhren wirken häufig auf Fotos etwas leblos, wenn sie mit zu hartem Licht fotografiert wurden. Hartes Licht, vergleichbar mit direktem Sonnenlicht, ist für uns zu kontrastreich. Daher benötigen wir ein weiches Licht, wie bei einem bewölkten Himmel oder ein Fensterlicht durch eine weiße Gardine. Du fragst dich vielleicht an dieser Stelle, okay, aber wie bekomme ich weiches Licht? Glücklicherweise ist es sehr einfach, weiches Licht zu erzeugen und du brauchst dafür nicht mal unbedingt eine teure Ausrüstung. Es gibt 2 Arten, um weiches Licht zu erzeugen. Entweder nimmt man direkt eine große weiche Lichtquelle wie eine Softbox oder man macht aus einem harten Licht mit Hilfe eines Aufhellers, einer weißen Plexiplatte oder einer Rolle White Diffusion eine schöne weiche Lichtquelle. Wenn man jetzt noch extra Leben in die hochglänzende Oberfläche zaubern will, sollte man unbedingt auf einen leichten Verlauf des Lichtes achten. Hier empfiehlt es sich, etwas mit dem Winkel und der Position der Lampe zu spielen, damit du den perfekten Lichteinfall hinbekommst. Und wenn du auch in Zukunft sehr gute Tipps zum Thema Uhrenfotografie bekommen möchtest, solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren, damit deine Uhrenfotos immer besser werden und du deine Uhr in einem ganz neuen Licht siehst. Schritt Nummer 4 für das perfekte Uhrenfoto ist das Verwenden eines Aufhellers. Da wir heute nur mit einer Lichtquelle arbeiten wollen, wird die Schattenseite der Uhr einfach zu dunkel und unterbelichtet. Um aber die ganze Form des Uhrengehäuses gut sehen zu können, ist es ratsam, hier etwas Licht in die Schattenseiten zu bekommen. Leben und Zeichnung in die dunkleren Stellen der Uhr bekommst du sehr gut mit einem weißen Aufheller. Du kannst ganz einfach ein weißes Blatt Papier nehmen oder dir aber eine stabilere Variante für wenig Geld online bestellen. Schau einfach in den Link in der Description, dort wirst du alles finden. Schritt Nummer 5 für das perfekte Uhrenfoto ist das Verwenden einer geeigneten Kamera mit einem geeigneten Objektiv. Uhren sind kleine Meisterwerke und da wir es hier mit Armbanduhren zu tun haben, auch meistens recht klein. Die Naheinstellgrenze von normalen Objektiven reicht häufig nicht aus, um eine Uhr formatfüllend abzubilden. Daher benötigen wir ein Makroobjektiv,
oder ein Zoom-Objektiv mit einer echten Makrofunktion, um nah genug an unser Objekt heranzukommen. Smartphones haben mittlerweile auch eine sehr gute Makrofunktion. Auch hier gilt es, einfach ausprobieren. Grob genommen gibt es zwei einfache Möglichkeiten, Uhrenformatfüllen zu fotografieren. Erstens, ihr benutzt eure Kamera mit einem geeigneten Makroobjektiv, Zoom-Objektiv mit Makrofunktion oder euer Standardobjektiv mit einer Nahlinse. Der zweite Weg ist euer Smartphone. Da habt ihr meistens eine sehr gute Makrofunktion und ihr könnt die Bilder direkt bearbeiten und auf euren Social Media Kanälen hochladen. Schritt Nummer 6 für das perfekte Uhrenfoto ist das Arbeiten mit einem Stativ. Ohne Stativ verwackelt das Foto sehr schnell und ihr habt es später schwerer, wenn ihr ein Foto aus mehreren Belichtungen zusammenbauen wollt. Ein gutes Stativ hat mehrere Vorteile. Erstens hilft es beim akkuraten Einstellen der richtigen Fokusebene und es ist sehr hilfreich bei der Gestaltung des Bildes, da sich der Aufnahmeabstand und die Position der Kamera nicht verändert. Schritt Nummer 7 für das perfekte Uhrenfoto ist das Arbeiten mit dem Lichtspiel im Uhrenglas. Uhrengläser haben leider die Eigenschaft, dass sich alles in der Oberfläche spiegelt. Viele Dinge, die wir dort nicht sehen wollen, wie unsere Kamera oder unser ganzen Lichtaufbau. Indem wir die reflektierende Fläche der Lichtquelle so platzieren, dass sich ihre Oberfläche im Uhrenglas spiegelt, erzielen wir einen Verlauf, der die Uhr zum Leben erweckt. Wichtig auch hier wieder auf einen schönen Verlauf achten. Sollte die Reflexion zu stark werden, kannst du die Lampe oder die Uhr einfach verschieben, damit die Lichtquelle gerade noch so im Glas zu sehen ist. Falls sich deine Kamera im Uhrenglas spiegelt oder dein Licht zu sehr reflektiert, kannst du wiederum ein schwarzes Stück Pappe verwenden, um das Zifferblatt abzuschatten und wieder einen klaren Blick darauf bekommen zu können. Und das waren 7 Schritte, die dir gezeigt haben, wie du selber ein großartiges Uhrenfoto erstellen kannst. Du weißt jetzt, welche Vorbereitungen sinnvoll sind, was du an Equipment benötigst und wie du Schritt für Schritt zu deinem perfekten Uhrenfoto kommst. Und wenn du gleich weiterlernen willst, verlinke ich dir noch 2 nützliche Videos, die du sehr gerne anschauen kannst.